Hallo Leute, willkommen bei Daphnas Dschungelabenteuer, einem Sims 4 Let's Play. Dies ist Teil 6. Ja, Daphne hat es inzwischen bis zum Tempel geschafft und da sie dann in der Zwischenzeit müde geworden war, weil sie auf dem Weg auch noch ein bisschen ausgraben musste und so weiter, habe ich sie dann schlafen lassen und Abendessen und jetzt isst sie sozusagen ihr frühes Frühstück, um dann satt zu sein. Sozial fehlt ihr ein bisschen, aber um die Zeit kann sie auch schlecht jemand anrufen. Vielleicht trifft sie ja ein Skelett und kann mit dem reden und vielleicht auch ein bisschen rumalbern oder so. Und zur Not lasse ich sie vielleicht mal Handy spielen. Ja, wenn sie jetzt satt ist, lasse ich sie hier ihr Zelt mal wieder einpacken und die Kühlbox auch. Denn wir könnten das hier zwar auch stehen lassen, aber wer weiß, vielleicht müssen wir direkt aus dem Dschungel raus, zurück zum Grundstück, wenn es ihr irgendwie schlecht geht oder so. Und darum packen wir es lieber gleich ein. Geh mal hierher. So. Ja, und der Garten ist bestimmt auch wieder total ausgetrocknet. Mal gucken. Oh ja, da muss sie gleich was tun. Ganz dringend bewässern. Bewässern reicht, denke ich. Das ist auch schnell gemacht. So, ich beschleunige das mal ein bisschen. So, zacki, zacki. Ja, hier auch. Bewässern. Jawohl. Sind ja nur 6 Pflänzchen. Okay. Und dann, dieses hier ist noch offen. Dann gehen wir mal eins tiefer. Wo waren wir hier? Das ist auch offen. Da kommt sie hier hin. Ah, und dieses hier ist geschlossen. Muss man hier durch dieses ganze Gestrüpp gehen? Okay. Und hier habe ich es, glaube ich, das letzte Mal aufgegeben, weil sie so erschöpft war. Was macht sie da? Ansehen. Ja, das ist immer gut. Jetzt gucken wir mal das weiter untersuchen. Das wurde bereits untersucht. Und das ist alles nicht geeignet. Und dieses hier habt ihr auch schon untersucht. Oh ja, genau. Und da gibt es jetzt 3 Möglichkeiten. Das ist aber nicht gut. Gibt es hier nicht vielleicht noch was zum Aktivieren? Weil nach dem Untersuchen noch 3 Möglichkeiten offen, das ist nicht gut, finde ich. Ja, alles vollgewuchert, sonst ist da nichts. Ja. Ah, und mal kurz gucken. Stopp. Hier sind Blätter. Aber das kann gut sein, dass dies hier eine Dauerdeko ist und diese Sachen sind immer zufallsgesteuert. Das wurde bereits untersucht. Tja, okay, wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir das probieren. Wir probieren es mal mit der Blätterglyphe und ich halte mich mal bereit für einen Screenshot. Das kann jetzt auch eine Katastrophe bedeuten. So. Okay, sie versucht es und sieht ganz ernst aus. Ah, immerhin hat sie Spaß von irgendwas. Gut. Eine Spinne. So. Und ist was Schlimmes passiert? Ja. Es ist ihr zumindest unheimlich. Gut gemacht. Daphne hat Fitness erhalten, da sie knapp einem Unglück entkommen konnte. Okay. Jetzt. Also die Blätterglyphe war es nicht. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als das mit einem anderen zu probieren. Gucken da. Na, das ist. Das sagt wohl nichts. Da können wir uns nicht drauf verlassen. Ich probiere mal die Baumglyphe.
Und dann drücken wir ganz doll die Daumen, dass ihr nichts passiert. Oh, prima! Super! Daphne hat den Tempelschutz deaktiviert und das Tor hat sich geöffnet. Daphne kann jetzt tiefer in den Tempel eindringen und sich auf die Suche nach Schätzen machen. Das ist gut. Ja, hier ist so ein Typ. Ja, hier kann sie mal was ausgraben. Oh, und da ist auch eine Schatztruhe. Die kann sie mal aufmachen. Mach die mal auf. Ich glaube, das ist ungefährlich. Und dann kann sie hier auch ausgraben. Ja. Mal gucken, ob wir da einen schönen Screenshot von machen können. So nicht. So könnte das gehen, ja, wow, super. Und jetzt gucken wir mal, was sie gefunden hat. Daphne hat einige wundersame Dinge in der Schatztruhe gefunden. Hier, grabe mal aus, meine Liebe, während ich das vorlese. Sie hat Simoleons erhalten und Abenteuerausrüstung in ihr Inventar gelegt. Das ist ja toll. Ja, jetzt hat sie plötzlich 899 Simoleons. Das ist ganz gut. Das ist sogar sehr gut. Und was hat sie für Ausrüstung? Drakes Feuerschlucker. Das ist gut. Und sie hat übrigens bei einem Ausgraben auch mal uralten Knochenstaub gefunden. Und ich habe gehört, den kann man im Dorf zu einem Antidot für Gifte machen lassen. Ja. Ja, ich glaube, dieser Feuerschlucker war's und Geld. Ich meine, das ist doch ganz prima. Und jetzt beschleunigen wir das mal. Vielleicht sollte ich auch. Ah, bei Ausgrabungen an einer Ausgrabungsstätte hat Daphne Folgendes gefunden: einen nicht authentifizierten Schädel. Gut. Ah, hier muss sie Fallen untersuchen. Das werden wir jetzt gleich machen. Und dann sollten wir beim nächsten Ausgraben auf dieses Archäologiebestreben umschalten. Jetzt gucken wir mal. Ah, hier ist Giftgas. Gar nicht gut. Und hier haben wir den Typen, dieses hier und dieses hier zur Auswahl. Wir können ja mal anfangen, den zu untersuchen. Untersuch mal den. So. Okay, das dauert jetzt. Ja, da wird sie dann bestimmt auch bald wieder müde und hungrig und alles Mögliche. Und hast du Erkenntnisse? Daphne hat herausgefunden, dass sich das Tor nicht mit allen Auslösern öffnen lässt. Daphne kann ihr Glück versuchen, indem sie einen Auslöser aktiviert oder andere Mechanismen unter die Lupe nehmen. Mal gucken. Na, hier haben wir wieder drei zur Auswahl. Dann untersuch mal dieses hier. So. Hat das gezählt? Ja, eine von drei Fallen hat sie untersucht. Sehr gut. Dieses Archäologiebestreben und dieses Dschungelabenteurer, das ist schon ziemlich eng verwoben miteinander. Gut. Daphne hat herausgefunden, dass das Tor mit diesem Mechanismus geöffnet werden kann. Wenn sie den richtigen Auslöser aktiviert, gelangt sie sicher in den nächsten Raum. Das ist sehr gut. Ich lasse sie trotzdem mal dieses untersuchen für ihr Bestreben. Und dann kann sie das mit dem anderen machen. So. Sie ist traurig. Wahrscheinlich, weil sie niemand zum Quatschen hat. Ah, das hat sie jetzt immerhin geschafft. Sehr, sehr gut. Das ist wieder nicht mit allen Auslösern. Gut, jetzt gucken wir mal hier. Aktivieren. Pfeilspitzenglyphe da, Gabe darbringen. Okay. Sehr gut, mach das mal. Und ja, das Sozial ist niedrig. Dann lassen wir es vielleicht gleich mal mit der Jenny telefonieren. Wenn wir da durch dieses Tor durch sind.
Ja. Sehr gut. Ja. Dann kannst du jetzt mal hier hingehen. Oh, da ist ja schon die Goldkiste. Und noch eine andere. Mal gucken. Ich lasse sie erstmal diese hier öffnen, weil die, da ist wahrscheinlich was Tolleres drin. So. Sie hat ein Artefakt, Abenteuerausrüstung und ein mystisches Relikt herausgenommen und in ihr Inventar gelegt. Bleib nochmal hier, meine Liebe. Hier ist der Höhepunkt der Tempelerkundung. Da muss ich auch nochmal dringend einen Screenshot machen. So. Schatztruhe öffnen. Ich glaube zumindest, dass das der Höhepunkt der Tempelerkundung ist. Ja, ja. Tempelforschung abgeschlossen. Daphne hat den größten Schatz des Tempels gefunden. Sie sollte sich trotzdem weiter umsehen, bevor sie den Tempel verlässt. Jawohl. Gucken wir mal, was sie da gefunden hat. Ach, du kannst in der Zwischenzeit mit Jenny telefonieren. Plaudern mit Jenny. So. Und wir gucken, was sie da gekriegt hat. Das ist bestimmt irgendwas Goldenes. Da! Wow! Ein Goldsmaragd-Kalenderplatte, Zetel, Zitel für 10.000 Simoleons. Und sie hat jetzt schon 4.000. Wow. Wow, ich bin beeindruckt. Ja, das ist richtig der Hammer, hey. Jetzt bin ich fast sprachlos. Ich glaube, ich lasse das erstmal im Inventar. Weil es sieht ja schön aus. Und ich glaube, das ist das Wertvollste überhaupt, was man hier finden kann. Ja, und da sie jetzt schon 4.358 hat, muss sie momentan jetzt sowieso nicht mehr hungern. Wir müssen den also nicht dringend verkaufen. Wow, sie kann sich jetzt fertig Grillkäse bis zum Abwinken leisten. Auch wenn der nicht... Aber sie hat ja auch ihre Kühlbox. Sie braucht den also gar nicht. Hammerhart. Super gut. Kann sie den ansprechen? Nee. Jetzt gucken wir mal, ob sie hier noch irgendwas Interessantes findet. Und sonst schicken wir sie raus aus dem Tempel und kommen andermal wieder. Im Dschungel gibt es auch noch mehr Sachen zu erkunden. Also das ist mit dem Dschungel ist das nicht vorbei. Wir sind ja ziemlich gerade durchweg zum Tempel gegangen. Es gibt da noch so ein Schwimmbad und noch eine Insel und ja, das hier haben wir jetzt alles schon erkundet. Ja, sie geht schnurstracks zum Schwimmbad und es ist irgendwie hier im Tempel auch gar nichts mehr. Auch vielleicht da oben? Ist da noch was? Ja, da ist noch eine Ausgrabungsstätte. Das sollten wir noch mitnehmen. Und das Telefonieren hat ein bisschen geholfen, das ist gut. So, dann lasse ich sie jetzt ein paar Minuten schwimmen. Und dann soll sie noch Ausgrabungsstätten mitnehmen. Und dann gehen wir zurück zu ihrem Grundstück, würde ich sagen. Und dann zählen wir mal die Level, die sie geschafft hat. Wie schnell sie hier schwimmt. Aber es macht ihr sehr viel Spaß. So. Hier kannst du ausgraben. Und da oben kannst du auch ausgraben. So, und ich glaube, diese Räume sind einfach leer. Ja, und soweit ich mich erinnere, war hinter dem Tempel waren da auch noch Ausgrabungsstätten. Jo, hier ist eine.
Die könnte ich vielleicht zwischen den Folgen machen. Mal gucken, wie schnell sie jetzt hier mit den beiden Ausgrabungsstätten fertig ist. Ob wir in dieser Folge noch wieder zurückgehen zum Markt. Ich gucke hier gerade so rum, was es hier noch so zu entdecken gibt. Hier diese Emotionsbeeren kann sie noch finden. Gut. Ah, ja. Sie muss dann auch eine Stelle abseits des Weges finden. Aber erst gehen wir wieder zu dem Archäologiebestreben und dann muss sie nach einem Ausgrabungshügel absuchen. Und sie hat Level 5 geschafft. Wir können ihr also einen Raum bauen. Ich denke mal, dann baue ich ihr ein Badezimmer als erstes und stelle ein Klo rein. So, hat sie nicht vielleicht sogar. Oh, sie muss. Ja, gut. Warte, stopp, 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 stopp. Nicht dorthin gehen, nicht dorthin gehen. Wo steckst du? Hier, dahin gehen. Ich hoffe, sie macht das. Ja, geh mal dahin. Da bist du viel schneller am Pinkeln. Jawohl. Husch mal da rein. Ihr Sozial ist schon wieder ganz weit unten. Und hat sie den hier schon beerntet? Ja. Sehr gut. Okay, dann such hier noch diesen Ausgrabungshügel ab. Jetzt gucken wir mal. Archäologie, Level 5 und selvadorianische Kultur, Level 4. Ah ja. Zacki, zacki. Irgendwann kann sie da so ein Kästchen drumrum machen. Und dann kann man auch zu mehreren ausgraben. Und okay, sie hat was gefunden. Stopp. Bei Ausgrabungen an einer Ausgrabungsstätte hat Daphne Folgendes gefunden. Ein Zazalotl-Relikt. Okay. Sie hat jetzt zwei tote Kayama-Relikte und ein Chaos-Reliktbasis, ein Zazalotl-Relikt. Vielleicht kann sie mit dieser Reliktbasis hier was zusammenbauen oder so. Und eine nicht authentifizierte omiskanische Vase. Und was ist nach einem Ausgrabungshügel absuchen? Ah, vielleicht wird das erklärt, wie das geht. Diese Interaktion ist ab Level 4 der Archäologiefähigkeit verfügbar. Klicke in Selvadorada auf den Boden und wähle nach Ausgrabungshügel absuchen. Okay, gut, das können wir hier einfach mal machen. Geht das hier auch? Nach Ausgrabungshügel absuchen. Und danach darfst du dich dann um deine Bedürfnisse kümmern. Oh, da ist ja sogar einer. Ja. Kannst du den noch mitnehmen? Und? Hat das gezählt? Oh ja, sie ist jetzt eine Stufe weitergekommen. Und wahrscheinlich, es reicht auch für die Stahlblase. Hurra, hurra, da muss er nicht mehr so oft pinkeln. Okay, wo ist das? 2000, da ist die Stahlblase. Sehr gut, die kommt ja prima voran. Ja, jetzt machst du das noch. Und ich würde sagen, dann isst du hier erstmal einen Happen aus deiner Kühlbox und dann fahren wir nach Hause. Also zu deinem Grundstück. Und zwischen den Folgen zähle ich dann mal die Level, die sie geschafft hat. Ich glaube, das sind mindestens drei Levelaufstiege. Also einen bei den Sel bei der selvadorianischen Kultur und sie hat Level 3 geschafft, 4 und 5. Sie hat 4 Level geschafft. 3 in der Archäologie.
weil ich sie so viel habe ausgraben lassen. So, sehr gut. Jetzt hier in Welt platzieren. Essen. Schnelle Mahlzeit essen, Müsli. Dann bist du zwar immer noch nicht satt. Aha. Jenny will mit ihr Karaoke machen. Nee, nee, dann ist der Urlaub vorbei. Darauf falle ich nicht rein. Das ist tatsächlich einer passiert. Einer Simtuberin, die hat bei Twitter geschrieben, oh, mach das bloß nicht auf irgendein Konzert gehen oder auf irgendeine Einladung mitgehen, weil dann ist euer Urlaub plötzlich vorbei. Gut, stopp, stopp, nicht wegrennen. Ins Inventar platzieren und dann reisen wir. Ja, ich bin super stolz auf dich, Mädel. Und während wir reisen, verabschiede ich mich dann von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.